So, ich bin immer noch in der Tiefgarage. Ich muss gerade einer Amerikanerin helfen, ihr Auto zu finden. Ich hoffe, ich komme hier auch ohne große Probleme aus dieser Tiefgarage raus. Ich finde es halt immer geil, wenn Sixt einfach kostenlose Upgrades gibt. Also, wenn ich jetzt dasselbe Auto buchen würde, gezielt buchen würde, den A6 3 Liter Turbo Diesel, dann. Ich habe die zweithöchste PS-Zahl. Ich glaube, es gibt nur noch einen, der höher ist mit über 300 PS. Allrad. Der ist eine Stufe drunter, glaube ich. Dann würde ich definitiv 200 bis 300 € zahlen. Und so zahle ich halt das, was ich gebucht habe. Und das waren in dem Fall 130 €. Und wenn du weit im Voraus buchst, könntest du dieselbe Klasse sogar noch günstiger buchen, um ein paar Euro. Unter 100 €. Ich habe nämlich einen Zweier BMW gebucht. Ja. Was so das Äquivalent ist zum Golf letztendlich oder sowas in der Richtung. A2, A3 maximal. Auf gar keinen Fall ein A6, 3 Liter. Und das finde ich halt cool bei Sixt. Die sagen sich halt, naja, wir haben diverse Autos, die sind zwar zwei, drei Stufen drüber, aber halt lange schon nicht mehr bewegt worden. Wir wollen so ein Equilibrium her-Ding. Und du zahlst letztendlich das Benzin, ja. Und von daher wollen wir einfach unsere Flotte gleichmäßig ausgelastet haben, und es ist ja unsere Schuld, dass kein kleineres Auto da ist. Also schenken wir da quasi einfach 150 € mehr oder weniger, und ist einfach super cool. Und ja, jetzt werde ich mal packen. Und die Amerikanerin, die hat ein Auto gesucht, das genau auf demselben Parkplatz steht wie meiner. Das war sehr interessant. Gleich mal in Englisch abgefertigt, die Frau. So, jetzt geht's aber los, ne? Ich hoffe, es ist nicht zu viel Verkehr hier in München. Ich bin am Frankfurter Ring, aber ich denke mal, wegen der Corona-Zeit ist vielleicht nicht so viel Verkehr. Und wir haben jetzt so 2, halb 3 Uhr nachmittags, das ist noch okay, ne? Ja, bis dann!